Hi, ich bin Hebamme Jenny und in meinem Video heute geht es um die ersten Wochenbettstage. Was passiert da mit dem Körper der Frau? Ich gebe euch jede Menge wichtige Informationen und habe natürlich auch noch ein paar super tolle Hebammentipps für euch. Nach der Geburt eures Kindes beginnt die Wochenbettzeit. Und wie der Name auch schon ein bisschen verrät, gehört zu der Wochenbettzeit auch der Wochenfluss. Der Wochenfluss wird verursacht durch die Wunde, die der Mutterkuchen in eurer Gebärmutter hinterlässt. Der Wochenfluss kann in den ersten Tagen erstmal noch ziemlich stark sein, überregelstark, sodass ihr häufig eure Vorlagen wechseln solltet. Er lässt dann in den nächsten Tagen nach und dauert insgesamt so 4 bis 6 Wochen an. Wird halt immer weniger und ebbt immer mehr ab, bis es später einfach nur noch so ein gelblich-weißer Ausfluss ist. Es kann sein, dass sich nach dem Wochenfluss direkt die erste Regel anschließt, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn eure Blutung dann eventuell nochmal etwas stärker wird. Ich würde euch hier empfehlen, auf jeden Fall keine Tampons zu verwenden. Achtet darauf, dass ihr Vorlagen verwendet, die luftdurchlässig sind. Ich würde euch hier die Vorlagen von The Famil Company empfehlen. Ihr solltet, wie gesagt, häufig eure Vorlage wechseln. Ihr solltet beim Duschen gehen die Seife im Genitalbereich aussparen. Generell bei jedem Toilettengang macht es sich auch ganz gut, wenn man sich einfach einen Becher nimmt mit klarem Wasser und den einfach beim Pullern so ein bisschen drüber laufen lässt. Das kann einfach auch so ein bisschen das Brennen mindern, wenn man vielleicht eine kleine Geburtsverletzung hat. Und ihr könnt euch damit auch gleich reinigen und es tut unheimlich gut. Wenn es bei der Geburt zu Verletzungen gekommen ist, dann würde ich euch das eben empfehlen, dass ihr bei jedem Toilettengang einfach so ein bisschen Wasser drüber laufen lasst über euren Genitalbereich. Oder es gibt auch spezielle Handbrausen, die man da benutzen kann. Das hat einmal einen reinigenden Effekt und wie gesagt, es tut auch unheimlich gut. Ansonsten würde ich euch für eure Naht auch noch empfehlen, wirklich mal Luft reinzulassen. Das kann im Krankenhaus etwas schwierig sein, aber spätestens, wenn ihr zu Hause seid. Ihr solltet darauf achten, dass ihr wirklich Unterwäsche tragt aus Naturtextilien. Wie gesagt, die Vorlagen sollten auf jeden Fall atmungsaktiv sein. Ihr könnt euch auch nach dem Duschen die Naht einfach mal so ein bisschen trocken föhnen. Auch das tut unheimlich gut, ne, wenn das einfach alles mal so ein bisschen trocken ist. Und was ich euch hier auch wirklich noch super empfehlen kann, sind Arnika-Tücher von Wala. Die könnt ihr in jeder Apotheke kaufen und ihr könnt euch die zum Beispiel auch in den Kühlschrank packen. Und dann holt ihr euch ein Arnika-Tuch raus und legt euch das an die Naht. Die kann man auch super für eine Kaiserschnittnaht benutzen. Ansonsten könnt ihr eure Naht auch kühlen oder eventuelle Hämorrhoiden. Achtet hier aber darauf, dass ihr es nicht übertreibt mit der Kühlung. Also ihr solltet auf jeden Fall etwas zwischen Kühlakku und eure Haut legen, weil es ansonsten auch zu Erfrierungen kommen kann. Für einen Kaiserschnitt kann ich euch Ähnliches empfehlen, den könntet ihr auch kühlen, ihr könntet die Arnika-Tücher verwenden und es gibt auch extra für Frauen, die schon wissen, dass sie vielleicht einen geplanten Kaiserschnitt bekommen, solche Kaiserschlüpfer oder ihr könnt auch einfach ein anderes Miederhüschen tragen. Das tut in dem Sinne gut, weil der Bauch einfach gestützt wird und es kommt nicht zu so vielen Reibungen an der Naht. Ansonsten solltet ihr in den ersten Tagen nach der Geburt nicht so viel sitzen, eher liegen, einfach auch um euren Beckenboden zu schonen. Es heißt ja auch Wochenbett, es bedeutet jetzt nicht, dass ihr nur liegen solltet, aber ihr solltet euch schon etwas ausruhen und halt auch noch so ein bisschen Aufregung von euch fernhalten. Das heißt also, Besuch auch wirklich so ein bisschen aufs Wesentliche herunter reduzieren, sodass ihr einfach erstmal die Zeit für euch genießen könnt und euch einfach als Familie erstmal finden könnt. Ihr könnt in den ersten Tagen nach der Geburt auch schon gleich mit leichten Beckenbodenübungen anfangen. Ich empfehle es immer meinen Frauen beim Stillen, den Beckenboden so eine halbe Minute anzuspannen und dann wieder locker zu lassen. Seid nicht so streng mit euch selbst. Es kann sein, dass es am Anfang noch nicht so gut klappt. Denkt aber bitte dran, der Beckenboden ist eine Muskulatur, die man ganz einfach wieder trainieren kann. Ein weiteres Thema in den ersten Tagen nach der Geburt ist auf jeden Fall das Stillen. Hierzu gibt es schon ein Video von mir, da habe ich euch ja auch schon mal so ein paar Sachen erzählt. Also es ist eben so, dass die Babys in den ersten Tagen nach der Geburt relativ häufig trinken, um das einfach auch alles so ein bisschen anzukurbeln, bis zu 12 Mal am Tag.
Allerdings seid ihr da noch nicht so ganz Profi und die Brustwarzen sind diese Belastung auch einfach nicht gewöhnt, so dass es auch mitunter zu wunden Brustwarzen kommen kann. Und hier gibt es auch ein paar ganz einfache Mittel, die man anwenden kann. Und zwar könnt ihr nach dem Stillen ganz einfach die Muttermilch an den Brustwarzen lassen und das eintrocknen lassen. Lasst auch wirklich mal Luft dran. Ich weiß, im Krankenhaus ist es immer etwas schwierig, aber zu Hause geht es ganz gut. Dann könnt ihr auch auf jeden Fall Wollwachs auf eure Brustwarzen rauf machen. Da gibt es verschiedene Anbieter und Firmen, die da Produkte herstellen. Oft ist es dann so, dass man das drauf lässt und auch gar nicht mehr von den Brustwarzen runterwaschen muss. Dann würde ich euch hier auch auf jeden Fall Heilwolle empfehlen. Da zupft ihr euch einfach so ein kleines bisschen ab und legt es euch auf die Brustwarzen, Stilleinlage drüber und dann den BH. Wenn ihr Probleme mit wunden Brustwarzen habt, empfiehlt es sich auch, vielleicht Stilleinlagen aus Baumwolle zu tragen oder aus Wolle-Seide. Ein weiteres gutes Mittel gegen wunde Brustwarzen sind die Multimarm-Kompressen. Also ganz viele Frauen schwören darauf und die kann man sich auch einfach in den Kühlschrank packen, dann haben die auch gleich noch so einen kleinen kühlenden Effekt. Um die Milchbildung etwas anzukurbeln, könntet ihr 2 Tassen Stilltee am Tag trinken. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ausreichend trinkt, so 2-3 Liter am Tag und euch auch auf jeden Fall ausreichend ernähren. Und dann ist es so, dass ab dem 3. Lebenstag kommt der richtige Milcheinschuss, wohlgemerkt ab dem 3. Lebenstag, kann auch mal etwas später sein. Und manchmal ist der Milcheinschuss etwas heftiger, das heißt, eure Brust wird hart und spannend und ist rot und Da gibt es auch ein paar einfache Sachen, die man machen kann. Ihr könnt eure Brust vorm Stillen etwas wärmen, damit die Milchgänge sich weiten, die Milch besser fließen kann. Ihr könnt eure Brust etwas massieren vorm Stillen. Ihr könnt eure Brust nach dem Stillen kühlen. Und eine tolle Sache sind hier auch Quarkwickel. Und zwar macht ihr das so, ihr nehmt euch 2 Küchentücher, rollt die so zusammen und schneidet euch 2 kleine Kreise raus und noch vorne so eine kleine Aussparung für die Brustwarze. Dann legt ihr euch ein Küchentuch hin, macht dort eine Portion Quark drauf und dann das zweite Tuch drüber. Und das legt ihr euch dann so, wie es ist, auf die Brust. Das ist zum einen kühlend und zum anderen entzündungshemmend. Ihr könntet diesen Bagel sozusagen auch noch öfter verwenden. Ihr könnt ihn einfach in den Kühlschrank packen und dann nach dem nächsten Stillen wieder auftragen. Eine weitere wichtige Sache, die man wissen sollte, ist, dass es in den ersten Tagen nach der Geburt auch eine Hormonumstellung gibt. Das kann dazu führen, dass die Frauen halt wirklich sehr weinerlich sind, sehr nah am Wasser gebaut sind. Man nennt das Ganze auch Baby Blues. Viele Frauen sagen dann, sie weinen, aber sie wissen gar nicht warum. Und ja, das hat einfach auch damit zu tun, einmal die Hormonumstellung, aber einfach auch die neue Rolle, die man erstmal so für sich annehmen muss. Und ja, es ist einfach für die Frau eine schwierige und sensible Phase. Deswegen würde ich euch einfach auch nochmal darum bitten, da einfach auch sensibel mit euren Frauen umzugehen. Ansonsten versuche ich wie immer, euch alle Sachen, die ich genannt habe und die ich wichtig finde, unter dem Video in der Videobeschreibung zu verlinken. Abonniert meinen Kanal natürlich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das ist kostenlos für euch. Gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Ach so, ja, und wenn ihr mal wieder an einer Hebammensprechstunde interessiert seid, dann schreibt mir doch gerne auch eure Fragen hier unten in den Kommentaren. Wenn genug interessante Fragen zusammenkommen, dann gibt es dazu auch auf jeden Fall mal wieder ein Video.